Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Bundesliga-Prognose heißt es schon wieder, denn der 28. Spieltag steht wieder vor der Tür. Direkt heute geht's los mit dem Kracher Dortmund gegen Bayern. Ich werde in diesem Video nur mal meine Tipps präsentieren. Wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich schon wieder am Donnerstag oder Freitag, wenn es dann wieder heißt Bundesliga-Prognose, weil wir haben eine englische Woche. Und das, ist wie es ist. Wir sind hier heute auf der Couch. Ich habe es heute hinbekommen, mit dem Mikrofon funktioniert das, hoffentlich einigermaßen gut. Muss ich alles noch ein bisschen austüfteln, aber an sich kann man hier auch noch besser belichten etc. etc. Aber diese Position werde ich auf jeden Fall vielleicht demnächst öfter haben. Vielleicht auch mit jemandem hier neben mir, das kommt ganz drauf an, was die Zeit hergibt. Ich schreibe ja auch Abitur dieses Jahr. Ich werde, und das würde ich euch auch empfehlen, ein paar Tipps hier auch tatsächlich dann in Wetten umsetzen. Erster Link in der Videobeschreibung, das Ganze ist natürlich ab 18 mit Echtgeld. Aber ich werde auf jeden Fall den ein oder anderen Tipp platzieren, da hier wirklich gute Spiele dabei sind dieses Wochenende, beziehungsweise ist ja gar kein Wochenende. Aber könnt ihr gerne machen, erster Link in der Videobeschreibung bei Fanteam euch registrieren und da könnt ihr dann eure Wetten platzieren zur Bundesliga 28. Spieltag. Letztes Mal habe ich nämlich die ein oder andere Wette platziert und da habe ich es geschafft, den ein oder anderen Euro auch zu gewinnen, weil meine Wetten, meine Tipps von hier aus dem Video gar nicht so schlecht waren und die habe ich einfach übernommen und dann lief der Hase. Von daher schauen wir mal, was ich heute so für Tipps am Start habe. Wir beginnen einfach mal und rattern jetzt die Spiele durch. Dortmund gegen Bayern, das Topspiel der Topspiele. Ich glaube, dass Bayern besser ist. Ich glaube, dass Bayern gewinnt. Mein Tipp ist 2:4 für die Bayern. Und da wirklich bitte jetzt keinen Aufschrei in den Kommentaren, weil es kann auch hier wieder sein, dass Dortmund richtig gut ist, aber auch, dass Bayern eben richtig gut ist, hier auf dieser Seite ist die Bayern. Also Dortmund, Bayern, beide relativ gut und es kann alles passieren, aber ich glaube, dass die Bayern aktuell besser sind und wir werden hoffentlich viele Tore sehen, 6 Tore habe ich getippt, 2:4. Ja, Dortmund wird sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen, aber ich glaube wirklich, dass Bayern aktuell zum aktuellen Stand besser ist. Mehr brauche ich da, glaube ich, eigentlich gar nicht zu sagen. Nächstes Spiel ist Leverkusen gegen Wolfsburg. Das ist auch noch heute am Dienstag. Und Leverkusen ist gut. Also ich habe echt null damit gerechnet, dass die gegen Gladbach gewinnen. 3:1 haben sie gewonnen und 3:1 tippe ich auch hier und heute. Da ich einfach denke, dass Wolfsburg hat auch nicht schlecht gespielt. Die haben auch gegen Dortmund auch gut gespielt. Aber ich glaube dennoch, dass Leverkusen wirklich viel, viel besser ist und da die europäischen Plätze auf jeden Fall noch angreifen will und dementsprechend hier gegen Wolfsburg auch 3:1 gewinnen kann und hoffentlich auch wird. Zwei Mannschaften, die mich wieder sehr überrascht haben, sind Frankfurt und Freiburg. Die spielen nämlich an diesem Spieltag zusammen. Frankfurt hat mich in dem Sinne überrascht, dass sie doch 2 Tore gemacht haben gegen die Bayern, beziehungsweise hinterher ja 3, ne? Was soll man dazu sagen? Also, das ist ein schweres Spiel, finde ich. Ich glaube, dass Freiburg gewinnt. Das ist aber sehr heikel, der Tipp, also ich weiß es nicht. Also, ich habe auf ein 1:2 würde ich mal für Freiburg gehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier daneben liege, weil Frankfurt auch keine schlechte Mannschaft ist. Aber, das Problem ist einfach, dass Freiburg eigentlich hätte gewinnen müssen gegen Bremen. Ich habe echt keine Ahnung, wie die das Spiel nicht gewinnen konnten. Und dementsprechend glaube ich schon, dass sie hier wieder auf Sieg gehen und das auch schaffen gegen Frankfurt. Frankfurt, eine Mannschaft, die ja wirklich nicht so gut ist, hat mich gegen Bayern auch ein bisschen überrascht, dass die dann doch gar nicht so untergegangen sind, wobei 5:2 natürlich auch ein hartes Ergebnis ist. Dennoch, nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass Frankfurt verliert und es nicht packen wird. 1:2 wird knapp und ich weiß es nicht. Wo ich mir aber auf jeden Fall sicher bin, ist Bremen gegen Gladbach. Das wird Gladbach gewinnen. 1:4 ist hier mein Tipp. Bremen hat gewonnen im letzten Spiel. Und ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, wie Freiburg verloren hat. Dementsprechend weiß ich auch nicht, wie Bremen gewonnen hat. Bremen hat es geschafft, 1:0 gegen Freiburg zu gewinnen. Gladbach ist aber nochmal eine andere Ansage. Also
Es gibt sicherlich auch bessere Mannschaften als Gladbach, aber Gladbach ist halt Gladbach und Gladbach ist gut. Und dementsprechend denke ich, dass die auf jeden Fall gewinnen werden. Und hier gegen Bremen, die dann vielleicht auch wieder ein Tor machen, auf jeden Fall deutlich mit 4:1 gewinnen können. Und dann sind wir schon am Mittwoch, also morgen. Und morgen gibt es dann auch die restlichen Spiele und auch ein paar coole Spiele. Zum Beispiel Leipzig gegen Hertha BSC. Leipzig wieder die Spur gefunden. Ich dachte zwar, dass sie gewinnen, aber dass es so hoch ist, dachte ich nicht. Sie haben wieder die Spur gefunden. 5:0 haben sie gewinnen können. Und naja, was soll man zu Hertha BSC sagen? Also was ist mit denen los? Labbadia, Motivation, Corona, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielen sie gut. Und dementsprechend wird dieses Spiel auch spannend. Ich denke schon, dass Hertha da wirklich nicht unbedingt verlieren möchte. Auch nicht unbedingt so viele Tore kassieren wird. Leipzig ist aber halt sehr, sehr gut. Deswegen werden die wahrscheinlich auch gegen eine Mannschaft, die gut defensiv steht, trotzdem Tore machen und gewinnen. Und dementsprechend würde ich hier sagen, wir sehen auch relativ viele Tore. Hertha wird sich nicht unterkriegen lassen, schießt auch 2 Tore und genauso wie Bayern gegen Dortmund geht dieses Spiel 4:2 aus, nur dass es eben jetzt getauscht ist. Leipzig ist besser, wird das gewinnen, denke ich mal. Und Hertha, boah, ist knapp. Man könnte bestimmt, das muss ich nochmal abchecken, könnt ihr auch wie gesagt gerne machen, man könnte bestimmt hier auch mit kleinem Geld, so 2-3 Euro oder so, auf ein Unentschieden gehen, weil möglich ist es, ne? Also Hertha ist jetzt nicht so schlecht in letzter Zeit und ja, wenn tatsächlich da ein Unentschieden entsteht, da ist bestimmt eine gute Quote drauf, könnte man probieren. Dann haben wir Hoffenheim gegen Köln und ja, Hoffenheim gegen Köln ist Hoffenheim gegen Köln. Hoffenheim hat nämlich wieder gezeigt, habe ich übrigens richtig getippt, 1:1, dass sie gegen Paderborn einfach nicht gut genug sind. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es wirklich an den Stürmern liegt, die jetzt aktuell fehlen, ob es wirklich daran liegt, dass sie einfach nicht eingespielt sind oder was auch immer. Ich weiß es nicht, aber es war absolut zu wenig. Also da musst du gegen Paderborn einfach gewinnen und ich finde es cool, dass mein Tipp hingehauen hat. Aber ja, also ich weiß es nicht, das war schon echt nicht gut. Und Köln hat mich auch sehr überrascht. Also auf Köln habe ich sogar eine Wette platziert und habe ja im Video auch gesagt, 1:0 mein Tipp. Kann aber auch sein, dass Köln irgendwie 3:0 oder so gewinnt. Letztendlich war es ein 2:2 und das auch nur so mit Ach und Krach. Gut, einen Elfmeter verschossen, was schon echt dumm war und so. Also es gab schon ein paar Szenen, wo ich denke so, ja, es ist ein schweres Spiel und hier würde ich eigentlich auch wieder auf ein Unentschieden gehen wollen. Ich weiß nicht, ob ich wieder 1:1 sagen soll oder ob ich irgendwas anders sagen soll. Dementsprechend habe ich mich dann für einen Sieg entschieden für Köln. Also 2:1 mein Tipp hier an der Stelle. Wie gesagt, ein Unentschieden ist sehr, sehr realistisch. Und vielleicht, wenn die Quote da gut drauf ist, werde ich da auch drauf wetten, auf ein Unentschieden. Aber mein Tipp ist dann doch, dass Köln das irgendwie über die Bühne bringt. Also, und Hoffenheim rutscht ab. Also ich meine, Köln könnte, glaube ich, Hoffenheim sogar überholen dann. Die wollen das natürlich und die können es eigentlich. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal zum nächsten Spiel. Düsseldorf gegen Schalke. Das ist genauso crazy. Also Düsseldorf hat ein gutes Spiel gemacht gegen Köln, finde ich. Hätten das auch theoretisch noch gewinnen können, obwohl die schon einen Elfmeter verschossen hatten. Obwohl Köln dann noch echt gedrückt hat. Aber sie hätten es trotzdem machen können. Sie sind halt immer noch unten im Abstiegskampf und sie kommen nicht so richtig raus und haben es auch gegen Köln jetzt nicht geschafft zu gewinnen. Gegen Schalke denke ich schon, dass sie es schaffen, weil Schalke echt schlecht ist. Ich habe da auch richtig getippt, auch meine Wette richtig platziert, dass ich gesagt habe, Augsburg gewinnt gegen Schalke. Hier kann ich es mir wieder zutrauen, dass, also irgendwann muss Schalke ja aufwachen und irgendwann muss Schalke ja kommen, aber Düsseldorf ist aktuell gar nicht so schlecht. Und die haben ihre Punkte nicht geholt, die haben jetzt zweimal hintereinander einen Unentschieden geholt, obwohl sie mehr verdient hätten. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Düsseldorf sich jetzt endlich mal dafür belohnt. Augsburg gerade angesprochen, die spielen morgen gegen Paderborn und das ist eigentlich ein sehr interessantes Spiel, weil ich habe gesagt, dass Augsburg gegen Schalke gewinnt, da lag ich auch richtig.
Und man kann auch hier sagen, dass Augsburg gegen Paderborn gewinnt. Aber Paderborn ist halt auch so eine Mannschaft, die muss eigentlich jetzt mal wieder punkten. Und gegen Augsburg ist es sogar relativ realistisch. Ich gehe auf einen knappen Sieg für Augsburg, 2-1. Weil ich denke, dass das Paderborn einfach noch nicht, ich weiß nicht, was denen fehlt. Die sind nicht gewillt genug, wollte ich jetzt sagen, aber das stimmt ja nicht. Die spielen schon Offensivfußball, die spielen gerne Fußball, das sieht man denen an. Irgendwas stimmt bei denen noch nicht ganz so und deswegen schaffen sie es auch hier wieder nicht zu punkten. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp und Augsburg wird es vielleicht gerade so entscheiden. Also ich denke mal schon, dass Augsburg gewinnt. So, und wer auf das letzte Spiel Bock hat, dem kann ich auch nicht helfen. Also ich finde echt ein paar coole Spiele sind dabei an dem Spieltag. Aber auf das Spiel Union gegen Mainz, boah, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Also es kann mich immer mal wieder überraschen, aber Union jetzt nicht so stark die letzten Spiele. Ein bisschen enttäuscht bin ich von denen, weil ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ja, Mainz will natürlich ein bisschen ran an Union. Ich glaube, überholen können sie sie nicht. Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ich gucke mal kurz auf die Tabelle hier nebenbei. Nee, also von der Tordifferenz her jetzt nicht, aber sie können punktgleich mit ihnen ziehen. Ja, es ist halt schwer. Es ist schwer zu sagen, wie das Spiel ausgeht, weil Mainz hat mich ein bisschen überrascht gegen Köln und dann sehr enttäuscht gegen Leipzig. Also wirklich sehr, da kam ja null Gegenwehr. Und Union ist auch irgendwie, also keine Ahnung, also boah, weiß ich nicht. Die gegen Bayern natürlich war schwer, 2-0 ist jetzt auch nicht so krass. Aber dann 4-0 gegen Hertha und auch wirklich nicht so das beste Spiel abgeliefert, finde ich, ist meine Meinung. Weiß nicht, grottenschlecht oder so. Die sind nicht schlecht, sag ich mal, aber das wird so ein Spiel, so Mainz ist so lala und Union ist so lala. Also pff, ja, vielleicht gewinnt Union, vielleicht gewinnt Mainz, vielleicht ein Unentschieden, vielleicht passiert gar nichts, ich weiß es nicht. Also wenn man überhaupt 3 Tore hier sieht, dann kann man sich, glaube ich, glücklich schätzen. Ich bin mal gespannt. Ich bin allgemein gespannt auf den ganzen Spieltag. Wie gesagt, ich werde auch die ein oder andere Wette platzieren. Es gibt ein paar coole Spiele hier. Ihr könnt das gerne auch unbedingt machen. Würdet mich damit auch unterstützen, wenn ihr jetzt an diesem Spieltag unten in den Link zu Fanteam klickt und euch da registriert. Und bestenfalls dann auch noch wettet. Ihr bekommt da ein paar Boni, die stehen auch alle in der Videobeschreibung. Ich denke auch, dass ihr wieder ein 2 Euro Fantasy Team Ticket bekommt. Heute haben wir kein Fantasy mit dem Video. Am Freitag wird das dann, denke ich mal, wieder mit dabei sein. Da habe ich auch eine coole Ankündigung dann für euch. Aber falls ihr, ich weiß nicht, ob es ein 2 Euro Ticket gibt oder ein 1 Euro oder 10, ich weiß es nicht ganz genau, aber es gibt auf jeden Fall mal wieder ein Ticket für euch. Dementsprechend registriert euch und spielt damit. Und falls ihr ein Fan-Team erstellt, also ein Fantasy-Team, euch erstellt auf der Fan-Team-Webseite, dann könnt ihr mir das gerne auf Instagram schicken. Da reden wir dann in einem extra Video mal ein bisschen drüber, was eure Teams so sind. Aber ich habe da am Freitag noch ein paar coole News. Aber ihr könnt gerne, wie gesagt, erste Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch anmelden und da ein paar Wetten platzieren bei Fan-Team. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben sowieso und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.